In ganz Deutschland ist Ben der krasseste in Double Overhead. Und ich kann dir nicht so gut und deswegen musst du mir die heute beibringen, okay? Jetzt mal ehrlich, was würdest du sagen, welchen Trick soll ich jetzt erst lernen? Also du kannst ja recht gut Drywhip Fronts, deswegen könntest du vielleicht so Drywhip Front probieren. Also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich das First Try hinbekomme, aber glaubst du, ich schaffe heute einen? Safe. Oh mein Gott, das wäre krass. Aber ich muss auf jeden Fall nicht meinen Roller nehmen, weil das ist so einfach. Gib mir mal bitte deinen Roller, weil den brauche ich. Oh Gott! Was war das denn? Also er ist tausendmal leichter, ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Du musst erstmal ein bisschen langsamer fahren, weil der Roller ist ja auch sehr leicht, ja. Und damit du mehr Kontrolle hast. Oh, der war schon besser. Nein. Funktioniert, also nächster ist hoffentlich. Ich habe so lange gebraucht, um den überhaupt erstmal hinzubekommen, weil diese Motion ist nicht so einfach, muss man erstmal ein bisschen hinbekommen. Was? Aber dann habe ich auch noch einen Drywhip aus Versehen gemacht und dann habe ich ihn endlich hinbekommen. Gott, ich bin so zufrieden. Mein zweiter Double Overhead. Ich habe schon mal Drywhip Front gemacht, aber Drywhip Front, new learn. Danke für den Tipp, das war richtig stark. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, Leute.